Dann bleibt jetzt. Ah, Segrasop haben wir ja eigentlich auch schon alles erkundet, ne? Ich guck mal kurz von Moosbach auch nach links. Da ist ja auch noch ein Haus, wo wir mit Sicherheit auch noch nicht waren. Wo ist das denn? Sind wir dann vorbeigeschwommen? Ja, stimmt, die Küstenhöhle. Ist hier das Haus, wo man die Schuppen eintauschen kann? Da unten. So. Yay, ein Beleber. Na gut. Dann auf zur Küstenhöhle. Ich überlege gerade noch, was ich jetzt abseits der Städte noch habe. Aber so langsam wird's eng, ne? Die Küstenhöhle. Ja nun. Ist die nicht gerandomized? Die ist wirklich nicht gerandomized. Langweilig. Also ich kann es verstehen, gerade wegen dem Ebbe- und Flutzyklus, dass die vielleicht nicht gerandomized wurde, um da nicht es zu schwer zu machen, irgendwo hinzukommen. Aber langweilig. Ach ja. Hideouts. Ah, jetzt bin ich wieder hier rausgekommen. Ah ja, Dragan. I remember. Und dann komme ich unten aus der Stadt wieder raus, was? Babel Rock! Das ist dann die andere Seite. Ach, dann komme ich hier raus. Na gut. Dragan war der erste der Top 4 der Pokémon-Liga. Ja. Dies war er. Was war in der Arena? Ah, okay. Oh, wait. Moment. Jetzt, wo wir den Zerschneider haben, ne? Wir müssen einmal noch mal in den Wald. Wir kommen jetzt noch nämlich an auch noch einen weiteren Ausgang ran. Mew lernen wir eben. Wir sind ja, wir haben ja gesehen, wenn wir von oben in den Wald reingehen, ist das gleich. Aber wenn wir unten aus dem Wald rausgehen, ist es ein anderer Ausgang. Und der Wald hat zwei Ausgänge nach unten hin. Heißt, wir können uns dann den zweiten Ausgang auch eben noch schnell anschauen. Jetzt mit Zerschneider. Dass wir den ersten Orden haben, um zerschneiden zu können. So. Yay, noch mehr Zauberasche. Zauberasche-Regel gilt, ne? Oder so. Yay. Granite Cave. Als wären wir hier noch nicht oft genug gewesen.
hat sich gelohnt. Ich glaube, wir hatten Moosbach ja eigentlich auch schon gut erkundet. Xenorubel könnte vielleicht maximal noch was sein. Aber da... Oh, wir sind random sehr oft in Xenorubel rausgekommen. Ja, da könnte vielleicht durch eine oder andere Sache noch sein. Fable Rock! Hier waren wir auch schon. Ich denke mal, Taucher ist wahrscheinlich nicht gerandomized. Also, ich hoffe es. Wir sind zumindest bisher noch nie unter Wasser gelandet. So, gucken wir uns mal Xenorubel an. Ja, Victory Road. So langsam hätte ich schon gerne mal Camillo. Da vorne ist ein Teleporter, den müssen wir noch checken. Damit wir endlich mal Blitz verwenden können. Kadong. ASMR-Sprudel. Ist sie schon wieder so hungrig? Wenn Lugia oder Ho-Oh Sternschauer aus ihren Schweifen rausschießen, sind die dann Taylor Swift? Schon. Naval Rock! Pokémon Center! Kaputtes Schiff. Teleporter. Mehr als 15 Maps von Naval Rock. Ich bin da viel zu häufig einfach. Wir könnten auf jeden Fall von Flossbrunn nachher auch mal nach rechts surfen zum Sky Pillar Turm. Den Eingang hatten wir nämlich auch noch nicht. Okay, euch hatten wir schon. Das ist eine enge Verbindung zwischen Naval Rock und dem Schiff. Vielleicht liegt das Schiff auf dem Naval Rock. Hallo Flossbrunn, by the way. Wenn ich eh gerade in Flossbrunn bin, Moment. Surf mal kurz nach rechts zum Sky Pillar. Und gucken mal, wo mich das da so hinführen wird. Weg. Die Tür müssten wir auch noch nicht haben. Wo ich denn hier gelandet? Wer war das? Was war das für ein Haus? Da haben wir mal gar nichts gesagt. In Moosbach? Okay.
vorbei. Nee, doch, in dem Raum waren wir auch schon, ne? Ah ja, hier mit der Granithöhle. Ich glaube, von hier aus kam im Endeffekt auf den unteren Raum. Ah, war das nicht sogar einer der Regi-Räume? Genau. Dann haben wir den Rockraum auch. Dann fehlt nur noch der Stilraum. Moment, dann gehe ich über Escape Rope raus. Wenn ich wenigstens wieder in Xenero will. Dann können wir nämlich hier weiter gucken. Oh, ein Shop in einem Shop. Was da los? So einer der ersten Shops wahrscheinlich, wenn ich mir das Angebot so angucke. Kann ich hier nichts anderes machen. Der E-Reader war, glaube ich, irgendwie so ein komisches Teil, was die Japaner hatten, womit du eine Karte irgendwie an das Ding dranhältst und dann hast du irgendwie irgendwelche Boni bekommen. Stuff, den wir nie hatten. Ach ja, hier ist Troy. Wieder Teleporter? Ah, nun. Auch wenn man was auf dem GBA, dann gab es ein Bonus-Level. Schon gemein, was die alles für Boni hatten, die wir nie bekommen haben. Das wollte ich auch nicht verwenden. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass wir durch die Siegesstraße und die Granithöhle im Dunkeln einfach durch müssen. In der Hoffnung, dass wir einfach irgendwie da durchfinden. Lässt mich der alte Mann durch? Nein. Dann halt nicht. Dann haben wir hier auch alles durch. Dann bleibt nur noch. Moment, habe ich. Ich glaube, ich habe Segrasulp geskippt, ne? Ah, schon wieder eine Sackgasse. Wir haben alle drei dabei, ja. Und er lässt uns trotzdem nicht durch. Wir müssen gleich uns noch Segrasulp angucken. Auch schon. Ich sag mal, einfach nur blind durchgehen ist ja kein Problem. Aber jeden einzelnen Ausgang zu suchen, hätte ich schon lieber Licht. Weil blind komme ich auch überall dadurch. Weil ich weiß, wo die wichtigen Treppen sind. Aber ob das alle Treppen sind, ist die andere Frage. Alleine schon, weil wir diesen einen Raum da hatten, den ich teilweise gar nicht kannte, wo wir wie runtergefallen sind im Stream 30 Mal. Und ich mir auch dann dachte, wo bin ich hier überhaupt? Mit den Ohrfällen haben wir auch beide Eingänge, ja. Oder? Doch. Dann bleibt ganz ehrlich jetzt nur noch Segrasulp und uns fehlen immer noch mindestens 5 Räume. Hier waren wir vorhin auch schon. Was? So, wollen wir die reden? Danke. Wenn ich jetzt die ganze Zeit immer wieder zu ihm hingehe, kriege ich jetzt einfach nach und nach alle seine Belohnungen?
Ja. Okay, Moment. So kann man ihn auch komplett abusen. Jetzt ganz weg? Ne, der ist halt auch noch. Was gibt es mir jetzt noch? Okay. Wie auch immer. Ich sollte hier nicht mehr sein, anscheinend. Das Museum war ja auch nicht gerandomized. Der Seafloor Cavern. Da war die Arena drin. Hier ist übrigens das Zuchthaus. Weil Zuchthaus ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Begriff dafür. Die Pension. Naval Rock! Ah, wieder auf dem Pyroberg. Kindergarten, Pension, Gefängnis, alles das Gleiche. Hier waren wir auch schon, aber ich gucke mich da trotzdem nochmal um. Ah, hier sind wir wieder gelandet, okay. Hier waren wir vorhin auch schon. Hatten wir aber auch schon. Safe. Da kam ich vorhin raus. Ich glaube, da war ein Markt drin. Ist der Mirage Tower? Da waren wir auch schon. Joa. Ich glaube, damit haben wir zumindest alle Städte abgegangen. Und alles, was man so eben mal auf der Overworld erreichen kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich da noch was finden soll. Ja, ne? Eigentlich sind wir so ziemlich alles abgegangen. Und da fehlt immer noch Stuff. Riesenfloh fertig. So, du sagst, ich glaube nicht, ne? Höhle von Regice von draußen. Ich glaube, wir sind vorhin sogar auf der Insel gelandet, wo Regice Höhle ist. Ah, hier war der Fahrradladen. Pyroberg von außen und Haus des Bärenmeisters hatten wir auch schon. Apropos Pyroberg von außen. Da unten am Eingang waren wir ja eigentlich auch schon, aber ich kann auch noch mal kurz gucken. Nun, wieso war ich hier nicht? Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Als ob ich einfach mal nicht den Weg bis nach unten gegangen bin, um mir mein Leben einfach leichter machen zu können.
Dann muss ich leider wieder mit Taylor Swift angreifen. Nun, hätten wir das auch gefunden. Es fehlen trotzdem aber noch Arena 7, 8, Ulrich und der Champ. Heißt dann aber wahrscheinlich, dass fürs nächste Mal, dass wir dann wieder durch die... Die Sache ist aber, wir sind jetzt so oft in der Siegesstraße gelandet, dass da doch eigentlich keine freien Wege mehr sein können und einfach alles irgendwie zur Siegesstraße führt. Und wir waren auch schon so oft in der Granithöhle, dass da eigentlich auch nichts mehr sein kann. Man muss das ganze Netz aufmalen. Ich hoffe doch nicht. Mal kurz mal überlegen. Also. Wir waren. Das Haus über der Wüste und das Aschehaus. Ich meine, da waren wir auch schon in beiden. Jetzt Metroid One Man. Was man noch machen könnte, wäre den Wunderturm in der Wüste zu betreten. Lanette waren wir auch schon. Sind wir sogar heute erst aus dem Haus bei ihr rausgekommen. Aber bei Lanette selber waren wir auch noch nicht. Die fehlt auch noch potenziell. Städte am Anfang haben wir alle durch. Wir waren da durch den Wald, wir waren da oben, wir waren da. Das wird auch alles okay, da haben wir auch alles. Endlich können wir durch die Dinkelheit blicken, ja. Kann jemand denn das lernen? Mew und Ho. Ja, komm, Ho dann. Der ist so eine helle Leuchte. Der braucht kein Recover. Voriger Fahrt haben wir auch beide Eingänge. Metaros, die Route da, das Haus. Da sind wir auch heute schon ein paar Mal rausgekommen aus dem Haus. Heißt, da waren wir auch schon. Also, wo komme ich jetzt hier nochmal hin? Ah ja, Wiesenflur. Da waren wir auch vorhin erst schon. Da ging es nach Flossbrunn? Nein, Faustauhafen, fast das gleiche. Auch schon drin, in allen Eingängen. Hier waren wir auch schon auf dem Pyroberg. Und hier war Flossbrunn. Naval Rock, sorry. Ach, hier die Höhle. Irgendwas von hier aus runter zu surfen. Solange ich die Regis nicht aktiviere, nicht. Xenorüppel waren wir auch schon überall. Ja, den Eingang nördlich von Metaros zu Meteorfällen hatten wir auch schon. Das war, glaube ich, das, wo wir Kyogre gefunden haben. Auf der Route ist sonst nichts weiter. Südlich ist auch nichts weiter, was wir noch nicht haben.
Unterwasser. Maximal die Unterwassersachen, aber da kommen wir auch noch nicht dran. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir noch was machen können. Dementsprechend fliegen wir einfach dahin, wo wir den Stream heute begonnen haben, beenden hier den Stream und werden beim nächsten Mal die Siegesstraße und die Granithöhle uns nochmal angucken. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber mal schauen.